Was für ein unglaubliches, großes, tolles Kreuz, was ich hier wieder sehe. Es ist vollbracht. Mit tollen Kerzen hier oben drauf und den Jesus hier oben drauf. Ja Leute, hiermit darf ich euch wieder herzlich willkommen heißen, hier zu meinem nächsten Video. Und ja, wo befinde ich mich? Ich befinde mich gerade hier im Südfriedhof in Köln. Und dieser Friedhof ist ca. 61 Hektar groß, also riesig, 760.000 Quadratmeter höchstens. Und der ist 2014 ist der angelegt, ja, und existiert heute noch. Der ist aber zwischendurch in den Jahren haben sie den ein bisschen erweitert. Ich meine 1938 haben sie wieder ein paar Hektar dran gebaut und wieder ein paar Hektar. Klar, so ist der Friedhof riesengroß. Und ich freue mich heute, euch wieder hier mit dabei zu haben. Ich habe gehört, gelesen, dass hier auch ein paar bestimmte Prominente liegen. Und wie ein Fußballer, wie ein Boxer und sonst verschiedene Prominente oder Berühmtheiten. So, und ich würde sagen, kommt einfach mit, würde ich mich sehr freuen. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Eins habe ich noch vergessen. Scarlett. Scarlett ist wieder mit am Start. Und ja, sie ist wieder mit dabei, meine Kleine. Und wir gehen jetzt los. Ich würde sagen, kommt. Das Erste, was ich hier sehe, ist dieses tolle Kreuz. Guckt euch das tolle Kreuz an hier. Das ist wirklich, also, riesig. Und ich möchte wissen, wie viel der wiegt. Hier steht drauf, es ist vollbracht. Mit tollen Kerzen hier drauf. Und man sieht schon hier, wie das Ganze, oder wie der ganze Wachs hier runtergelaufen ist. Aber eine tolle Inschrift, es ist vollbracht. Ja. Das zum Thema zu dem ersten Kreuz, wenn man hier zum Haupteingang reinkommt. Geradeaus, 200 Meter geradeaus, da steht dieses tolle Kreuz. Ja, und das erste schöne Grab, was ich jetzt gerade hier so auf der linken Seite sehe, ist von einem Rudolf Mauser, Doktor, Ingenieur Alfons Mauser. Also hier liegt auch eine komplette Familie und das mit diesem Grabstein, was auch wirklich gemeißelt ist, per Hand noch. Ach, unglaublich. Unglaublich. Er sieht aus wie ein Vater, der gerade sein Kind so umarmt und trauert über seine Familien, die verstorben sind. Sieht wunderbar aus. Und das hat wieder so ein Element mit den links und rechts, mit den Säulen. Das hat es wieder so ein bisschen römisch, hat das was. Und wenn ich da irgendwie falsch liege, könnt ihr mir ruhig in die Kommentare schreiben. Aber so sehen meine Augen das. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal weiter. Ja, jetzt sind wir hier am Franz Krämer, der 1905 geboren ist und ist am 11.11.1967 verstorben. Lieselotte Krämer ist seine Frau, die ist 1918 geboren und 2014 verstorben. Ja Leute, wer war Franz Krämer? Das gucken wir direkt mal nach. Wie ihr wisst, ich bin nicht so mit Sachen behalten, deswegen gucke ich und lese das ein bisschen ab. Ja, jetzt sagen wir mal Franz Krämer. Franz Krämer war einer der Hauptinitiationen bei der Fusion der Fußballvereine Kölner Ballspielclub KBC und Spielvereinigung Sülz 07 zum 1. FC Köln von 1948 bis 1967 war er dessen erster Vorsitzender. Krämer war außerdem federführend an der Gründung der Fußball-Bundesliga im Jahre 1963. Franz Krämer, 1905 geboren und verstorben am 11.11. Ja, 11.11. sagt uns jeder, ist ein Datum der Karneval, ist Anfang. Ja, und da ist Franz Krämer gestorben. Ja, hier links und rechts werde ich mal ein Bild für den einblenden. Und Lieselotte Krämer ist seine Frau. Ja, und wie gesagt, tolles Grab, sehr sauber auch, muss man wirklich lassen. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir mal zum nächsten Prominenten.
oder verschiedene Gräber. Mal gucken. Ja, hier sind wir auf einer Gedenkstätte der italienischen damals gefallenen Soldaten. Und hier an diesem Ort, also damals 1914, sind ja viele gefallen. Und das sind halt die Überreste, die vom Ersten Weltkrieg von den gefangenen Soldaten, die gefunden worden sind, und wurden dann hier beigesetzt. Das ist genau hier. Hier sind noch die Namensschilder drauf. Auch schrecklich. Schrecklich, 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 Leute. Traurig. Wirklich traurig. Tja. Noch ein paar Steine kaputt. Auch schade, dass die alle hier kaputt sind. Schade. Hier auch ein paar zerstört. Oder durch den Witterungsverhältnissen kaputt gegangen. Das hier finde ich auch ein sehr schönes Grab. Familie Peter Weißer. Und alles mit Mosaik bearbeitet. Guck mal, wie toll, ne? Das ist eine tolle Kunst. Auch ein toller, angelegter Friedhof, den man hier sieht. Also richtig klasse, schön, sauber, toll. So Leute, jetzt gehen wir mal zum Peter Müller. Ich persönlich kenne den Peter Müller jetzt nicht so, aber einer von euch werden bestimmt den Peter Müller kennen, ein ehemaliger Box-Weltmeister, denke ich jetzt einfach mal, oder ein Boxer war das mal gewesen. Ja, und jetzt schauen wir einfach mal, wo der liegt. So, Scarlett, wo haben wir den Müller? Wo haben wir den Herrn Müller? Der muss hier irgendwo liegen. Leute, ich habe ihn gefunden. Peter Müller, Box-Champion. Hier sind wir an dem Herrn Müller, sein Grab, ein ehemaliger Box-Champion. Man sieht auch links tolle Boxhandschuhe, die in diesem Grabstein reingraviert wurden. Ja, Greta, das ist die Frau, die ist 1930 geboren und 99 verstorben. Und der Herr Peter Müller ist am 1927 geboren und 1992 verstorben. Ja, und jetzt sieht man hier dieses Grab, wo wir hier vorstehen. Da steht noch drauf, Dr. Gerd Bremer, 1957 geboren, 2005 steckt man, das war der Vater von Herrn Peter Müller. Einfach mal eine Vermutung jetzt. Aber könnt ihr selber noch mal kurz nachlesen. Müller wuchs in Köln auf. 1949 heiratete er Greta Thelen, die Tochter seines Trainers Jupp Thelen. Nach seiner Boxkarriere stieg er ins Schauspielautomatengeschäft ein. Müller wuchs in Köln auf. 1949 heiratete er Greta Thelen, die Tochter seines Trainers Jupp Thelen. Nach seiner Boxkarriere stieg er ins Spielautomatengeschäft ein. Peter Müller starb im Alter von 65 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Er wurde auf dem Kölner Siedfriedhof beigesetzt. 22. Juni 1992, des Kölner Box-Originals Peter Müller. Das Unglaubliche ereignet sich am 7. Juli 1952 im Kölner Eisstadion. Vor 12.000 Zuschauern tritt Lokalmatador Peter Müller, liebevoll die App genannt, als Herausforderer gegen den deutschen Mittelschwergewichtschampion Hans Streetz an.
Immer wieder geht der nur 1,65 Meter kleine Müller in der für ihn typisch gebückten Haltung gegen seinen großen Erzifialen in den Kinch. Immer wieder trennt Ringrichter Max Pippo die beiden und weist Müller zurück. Tja, toller Grabstein, tolle Geschichte von Box Champion. Ja, so ist er auch wieder gegangen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter zum nächsten Prominent. Peter Müller, wohl berühmtester Niederschlag, zugleich der vielleicht berühmteste K.O.-Treffer der Boxgeschichte. Traf keinen Gegner, sondern der Ringrichter. Im Juni 1952 kam es im Kölner Eisstadion vor mehr als 12.000 Boxfans zum Kampf um die Mittelgewichtsklassenmeisterschaft gegen Hans Stets, 1928 bis 1997. Leute, ich habe gerade mit einer Dame gesprochen gehabt. Ui, das fand ich natürlich auch jetzt. Ja, die steht da hinten. Da hinten ist sie. Da ist der Mann gestorben. Und jetzt ist sie an ihrem Grab von ihrem Mann. Und der Mann ist beerdigt worden in dem Grab von den ganzen Familien. Aber die war eben so am Weinen gewesen. Eieieiei, Leute, das war natürlich auch nicht so schön. Ja, dann stehst du davor, ne? Da weiß man in dem Moment erstmal gar nicht, was man sagen soll. Und sagt sie, die hat sich auch noch entschuldigt bei mir, noch 2-3 Mal, dass ihr die Tränen kamen. Und der Mann ist jetzt schon ein halbes Jahr tot und die kommt da irgendwie nicht drüber. Und die hat, glaube ich, 12, 13, 14, 15 Kilo oder 14 Kilo abgenommen. Ich habe es halb so jetzt hingehört, weil mich das auch schon so ein bisschen mitgenommen hatte. Ja, die waren auch über 40 Jahre verheiratet. Hat noch so viel vorgehabt. Ja, dann habe ich ihr erzählt, dass ich auch viel reisen möchte. Mit der Frau und alles. Und sagt sie, machen Sie das. Das geht so schnell zu Ende. Das kann so schnell zu Ende gehen. Ja, der Mann auch nicht geraucht, nicht getrunken. Die waren im Kegelclub gewesen all die Jahre. Und ja, es ist halt immer ein bisschen blöd, wenn man dann vor der Frau steht und die ist dann so bitter am Weinen. Ja, dann hat sie noch ein Taschentuch noch rausgeholt. Ich hätte sie eigentlich mal lieb gehalten, aber man weiß ja nicht in dem Moment, wie die Frau reagiert. Und ich bin ja auch eigentlich auch fremd. Ah, hinter ist die Frau, glaube ich. Ja, wie gesagt, so ist es halt. So geht es halt im Leben weiter. Ja, wie gesagt, jetzt gehen wir auf jeden Fall weiter. Und jetzt gucken wir weiter. Mal gucken, wie wir noch finden. So, hier haben wir den Hans Schäfer. Haben wir hier. Und Isis Schäfer. Das ist die Frau. Die Frau ist am 25.03.2023 verstorben. Ja, hier liegen die Eltern noch. Ja, Hans Schäfer, 1927 geboren und 2017 ist er verstorben. Aber trotzdem finde ich das ein tolles, gepflegtes, schönes Grab. Ja, Leute, jetzt stehen wir vor dem Hans Schäfer, seinem Grab. Und Hans Schäfer, lese ich jetzt mal nach, Johann Hans Schäfer, genannt de Knoll, 19. Oktober 1927 geboren und am 7. November 2017 verstorben. Er war ein deutscher Fußballspieler. Er gewann mit dem 1. FC Köln 1962 bis 1964 die deutsche Meisterschaft und mit der Nationalmannschaft die Fußball-Weltmeisterschaft 1954. Von 1949 bis 1963 absolvierte der Linksaußen und spätere Spielmacher in der Fußball-Oberliga West 356 Spiele für seinen Verein. Er war mit 223 Treffern Rekordtorschütze in der damals höchsten Spielklasse der westdeutschen Fußballverband. Nahm an 3 Weltmeisterschaften teil und wurde 1963 zu Deutschlands Fußballer des Jahres. Ist er da gewählt worden. Ja, ich werde mal links und rechts mal um ein paar tolle Bilder einblenden von dem Hans Schäfer. Ja, auch er ist gegangen von uns.
2017 ist er gegangen. Ja, wie gesagt, tolles Grab, ist noch eine Kerze an. Und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir mal weiter. Ja, man sieht schon tolle Gräber. Da sieht man, dass die Menschen sich richtig Mühe geben. Och, jetzt gucke ich gerade hier auf diesen tollen Engel, wo da leider der Flügel abgebrochen ist. Aber auf dem Thema nochmal zurückzukommen, es gibt tolle Gräber, wo die Menschen sich wirklich Gedanken machen, tun das Grab schön gestalten und halten das auch richtig schön sauber. Das finde ich auch, ist auch nicht selbstverständlich. Ne? Ja, und jetzt stehe ich gerade hier vor dem tollen Engel. Schaut mal, ist der Flügel abgebrochen? Stinkt mal das Eisen? Ne, ist Plastik, ein Plastikengel. Sieht aber trotzdem toll aus für einen Plastikengel. Aber leider ist der Flügel abgebrochen. Ich gucke gerade mal, wo wir hier lang müssen. Irgendwie laufe ich im Kreis. Ich glaube, ich muss hier lang laufen. Hier lang muss ich lang laufen, ne? Hier lang. Ich laufe irgendwie im Kreis, Leute. So. Und? Oder muss ich hier lang? Nee. So. Ich laufe hier kreuz und quer hier. Ich muss, glaube ich, hier lang. Aha, okay. Jetzt sind wir richtig. Jetzt sind wir auf der richtigen Spur. Ich bin nämlich weiter abgetrieben. Hier ruhen im Gott die Schwestern der Augustkirche. So, hier haben wir Wilhelm Wiemer mit einem tollen Statue hier. Der hat eine Hacke links an der Hand und eine Laterne. Ich denke mal, der war Bergbauer. Ich konnte aber im Internet nichts finden. Vielleicht könnt ihr was finden. Wilhelm Wiemer, Bestattung, Südfriedhof, Köln. Geboren 1866, verstorben 1938. Vielleicht kennt ihn ja einer. Könnt ihr mal unten eine Videobeschreibung reinführen unten. Und hier sind zwei tolle kleine Laternen. Familie Wüst, Hans Wüst. Guckt euch mal diese Statue an. Guckt euch das mal an, wie schön das aussieht. Guckt euch das mal an, das ist doch irre, oder? Wie toll das verarbeitet ist. Das hier finde ich auch wieder sehr traurig. Das sind wieder Sternenkinder, die ich im letzten Video auch mal in meinem Video hatte. Und alles Kinder, die gestorben sind, ja, die mit ihren Augen nicht mal richtig die Welt erblicken konnten, liegen hier auf diesem kleinen Sternenfriedhof. Weil die Anlage ist so gebaut wie ein Stern, wenn man so schaut. Hier auch. Wie süß hier. Marien, Albine Maya und kleiner, guck mal, kleiner Teddy. Auch ein kleiner Teddy hier. Maya. Eno, Enna. Auch hier so ein süßer kleiner Löwe hier, ne? Guck mal, mit viel Spielzeug hier. Lea, es gibt keine Spuren, die dir klein sind, um Eindrücke auf dieser Welt zu hinterlassen. Oh. Mit einem Tiger hier dran. Hier auch. Auch traurig. Für immer geliebt, niemals vergessen. Auf ewig vermisst, in Liebe, Mama und Papa. Ja. Ja, auch mit Lego. Es ist wieder traurig. Ja, Leute, ich muss hier auch wieder weg. Gerade damit es so Kindern angeht, ich muss hier wieder weg. Das ist nicht so für mich. Kommt mir wieder hoch.
Ja, Leute, jetzt sind wir hier an einem Grab von der Frau Ursula Kur, geboren Erwin. Lehrerin war sie. Sie ist am 31.01.1939 geboren, verstorben 11.06.1964. Opferte ihr Leben zum Schutz der ihr anvertrauten Schulkinder in Falkhofen. Ja, und was sich jetzt da mal hintergebunden hat, hinter dieser Geschichte, da werde ich jetzt gleich direkt mal drauf zugreifen, auf dem Handy, und dann schauen wir uns mal an, was oder wer die Frau Ursula Kur war. Und wenn man genau hinsieht, dann sieht man auch da eine Lehrerin, da so an der Seite, und auch drei kleine Kinder, die Dame auch lieb gehalten hatte oder die Lehrerin lieb gehalten hatte. Ursula Kur, sie war eine Lehrerin an der katholischen Volksschule in Köln, Volkhofen. Unsere vergängliche Schule am 11. Juni 1964 hat ein psychisch kranker Mann an einem heißen Sommertagmorgen die Schule überfallen. Am frühen Morgen, 11. Juni 1964, drang ein psychisch kranker Frührentner aus Köln auf das Schulgelände der katholischen Volksschule Köln-Volkhofen ein und attackierte Lehrkräfte und Kinder mit einem selbstgebauten Flammenwerfer und einer Lanze. Zwei Lehrerinnen sowie acht Schülerinnen und Schüler starben. Zahlreiche weitere Schulkinder wurden zum Teil schwer verletzt und schwebten wochenlang in Lebensgefahr. Der Attentäter selbst nahm sich im Verlauf seiner Tat das Leben. Das Grab der Ursula Kur, 1939 bis 1964 geboren, auf Flur 78 des Kölner Südfriedhofs, erinnert an der Courage der jungen Lehrerin, die während des Attentats von Volkhofen ermordet wurde. Die grausame Tat gilt als der erste Amoklauf an der Schule in der Bundesrepublik Deutschland. Ja, Ursula Kur, da werde ich das Bild auch mal oben links, rechts, werde ich das mal einblenden. Ja, das war echt eine tapfere Lehrerin, die wirklich viele Kinder geholfen hatte. Sonst wären wahrscheinlich noch mehr Kinder gestorben. Und da zum Schutz ihrer Schüler ist sie selber ums Leben gekommen und hat praktisch ihr Leben für viele, viele Kinder geopfert und opferte sich selber. Ich finde es eine traurige Geschichte. Ja. Gut, da würde ich mal sagen, dann gehen wir zum nächsten Grab. Ja, Leute, ich bin schon nass geschwitzt. Ich bin verzweifelt. Das Grab am Suchen von Karl Berbauer. Und wer Karl Berbauer war, kennt er vielleicht. Er ist ein alter Karnevalist. Und zwar hat er früher gesungen: Mit dem Bötsche fahre wir so jen. Mit dem Limmer Bötsche fahre wir so jen. Genau, das ist der. Jetzt bin ich hier, Flur 83. Der muss jetzt hier irgendwo sein. Karl Berbauer. So, Karl Berbauer. Ich habe hier Karl Berbauer. Der muss, glaube ich, hier an der Seite liegen. Hier. Ich will hoffen, ich finde den. Karl Berbauer. Also wir sind hier. Hier bin ich jetzt rein. Hier, da, das kleine hier, das kleine rote. So, und das muss dann hier irgendwo sein. Aber Karl Berbauer, Karl Hen. Ach, ich habe ihn gefunden. Karl Berbauer, hier ist er. Leute, ich habe ihn gefunden. Das war jetzt eine Prozedur. Ich bin gelaufen. Flur 71, Flur 73, Flur 75. Bin wieder zurückgelaufen. Also mit so einer Karte da, das ist echt kompliziert und ja, eigentlich ein bisschen blöd. Aber ich habe ihn gefunden. Hier ist er, Karl Berbauer. Es ist sein Grab, schaut mal. Ich habe es gefunden. Schön aus Stein. Wahnsinn. So, das ist er hier. Hier brennt sogar noch eine Kerze, Leute. Guck mal. Da brennt eine Kerze drin. Toll. Ist er
doch noch nicht so vergessen. Karl Berbauer ist eine Legende des Kölner Karnevals. Er wurde am 26. Juli 1900 als Sohn des Bäckereimeisters Karl Berbauer Senior und seiner Ehefrau Anna in der Agrippinastraße in Köln, Griechenmarktviertel, geboren. Er wuchs als Vorletzter von vier Brüdern im Eckhaus Metzgerstraße, Vondelstraße, näher dem Siveringsviertel auf, wo der Vater eine Bäckerei betrieb. Wie alle seine Brüder musste er nach dem Willen des Vaters das Bäckerhandwerk erlernen. Da der Vater früh verstarb, führten seine Söhne die Bäckerei für die Mutter fort. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs wurde Karl Berbauer eingezogen und, wie konnte es anders sein, in der Heeresbäckerei eingesetzt. 1990, kriegsentlassen, fand Karl Berbauer zu Kölner Schneider Klus Bühne, Professor Dr. Wilhelm Klaus Schneider, Gymnasiastlehrer von Beruf und Altmeister der Kölner Mundesdichtung. Dort spielte er in dessen kölschen Stücken Heimgefunde. Ja, Karl, jetzt stehe ich auch vor deinem Grab. Ich habe dich auch gefunden. Das war eine lange Prozedur. Es war nicht einfach. Aber dennoch habe ich es verrichtet, dich zu finden. Und ja, der ein oder andere kennt den Karl Berbauer mit Müllermer Bötsche, Fahrer war so gern. Das ist ein sehr bekanntes Lied, was ich sogar noch kenne, obwohl das hier gar nicht mein Jahrgang ist, aber man kennt es halt von der Karnevalzeit her, die Musik. Tja, Scarlett, mal gucken, was wir noch so schöne Gräber finden, wa? Was sagst du, Mäuschen? Hui, jetzt wird es aber trotzdem, jetzt wird es doch langsam sehr warm. So, und dann schaue ich hier auch mal. Da haben wir hier auch ein tolles Grab. Ach, das sind zwei Gräber nebeneinander. Okay. Kreuzmann, Sion. Karl-Heinz Kreuzmann. 42 geboren, 99 verstorben. Wir vermissen dich. Auch ein schönes Grab hier. Das ist auch ein tolles Grab mit dieser Maria hier drauf. Und das ist auch ein ganz altes hier. Familie Heinrich Jopp. Schöne Steine, schön gemacht. Auch so ein bisschen römisch wieder gemacht, ne? Wenn man so sieht. Ja, hier sind schon tolle, schöne Grabsteine. Gehen wir mal so rum. Also jetzt gehen wir mal hier rechts rum. Ja, auch ein toller Friedhof. Was ich mag hier an diesem Friedhof, ist es sehr viel mit Bäumen hier. Sehr, sehr dicht, viel mit Mammutbäumen. Also richtig, richtig klasse. Familie. So, hier haben wir auch nochmal eine tolle Grabstätte. Auch wieder wie ein Bunker. Man muss mal so ein bisschen mal die Jahre zurückgehen, wo die das hier gebaut hatten. Wie viel Tonnen Beton da drauf sind für so eine tolle Grabstätte. Gut, hätte man ein bisschen schöner gestalten können. Ein paar Pflanzen drin oder hier oder da. Da ist eine Bank. Ja, hier sehen wir eine Frau mit einem Kind. Und hier sehen wir links und rechts tolle Bänke. Da haben wir auch einen Namen, Dr. Junior. 1895 geboren. Ich kann es gar nicht so richtig lesen jetzt, weil ich gar nicht so rumkomme mit der Kamera. Ach, hier kann man reingehen. Ach, man kann hier reingehen in dem. Ach, das wusste ich gar nicht. Man kann hier reingehen, Leute. Guck mal, wie toll. Boah, Wahnsinn, ne? Dr. Jurist Max Graf. Thea Graf. Geboren Linkens. Wahnsinn. Adolf Eugen Linkens. Schöne Grabstätte.
Leute, das sieht wirklich richtig schick aus. Richtig toll aus. Und ich denke einfach mal, dass hier drunter die Gruft ist, weil hier sind zwei Ketten dran. Ich denke mal, die eine Stufe kann man wegnehmen, die nächste Stufe kann man wegnehmen, kann man praktisch bestimmt so runtergehen in die Gruft hier, weil hier nämlich die Ketten sind. Denke ich jetzt einfach mal so. Aber toll. Richtig schick, richtig schick. So. Can I ask you something? Are you wasting my time? You're 20 something and I'm out of my mind. I'm feeling seasick every time that you leave. Leute, das sieht ja auch, das sieht ja auch irre aus, ne, mit dieser Frauenfigur, die hält sich die rechte Hand auf ihre Brust, kaum was an, ein kleines Tuch nur vor sich. Also auch so mit den zwei Fenstern, mit den zwei Laternen drin. Familie Feijü, Olberts, Adolfine Mohr. Wahnsinn. Mit der Statue hier. 1859 geboren, 1927 verstorben. 1860 geboren, 1942 verstorben, 1950 verstorben. Ja. Wahnsinn. Auch sehr, sehr schick. Auch sehr schick. Das kommt mir echt älter vor. Also dieses Grab kommt mir sehr, also viel, viel älter vor. Hier war auch mal eine Laterne gewesen. Hier war auch mal was gewesen. Hier, gucken wir hier. Hier waren so Füße gewesen von einem Adler oder so. Das ist wahrscheinlich abgefallen. Also, das war bestimmt früher mal ein richtig tolles, prachtvolles Grab gewesen. Obwohl es jetzt auch schon schick ist. Ne? Und das hat ja auch irgendetwas so. Das hat etwas. Man hat echt schon Respekt davor. Gehen wir doch mal weiter. Und ich sehe gerade gegenüber auch nochmal eine richtig tolle Grabstätte. Schön. Ja, haben wir doch bis jetzt richtig schöne Grabstätte. Haben wir gut einfangen können. Und ich bin auch froh, dass ich jetzt hier am Friedhof angekommen bin. Im Südfriedhof in Köln. Toll. Also hat sich wirklich schon gelohnt und ich hoffe, euch macht es bis jetzt auch Spaß. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach mal auf der anderen Seite zu der anderen Grabstätte gucken. So, ich würde sagen, ich gehe schon mal vor. Peter Günther war ein Rennradfahrer von 1882 bis 1918. Peter Günther war ein Rennradfahrer aus Köln und der letzte große deutsche Starstar der ersten Generation. Der mehrmalige deutsche Meister wurde 1911 in Dresden offizieller Weltmeister und 1914 Europameister. Thank you.